Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saints Row the Third. Man sieht es vielleicht schon, heute bin ich mal mit Tastatur am Start. Weil da auch eh steht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit einer Mission. Wo waren das hier? Ich kenne mich. Nee, das war es nicht. Das hier war es, glaube ich, genau. Aufträge. Steelport, ich komme. Mit Pierce. Und dann holen wir uns mal ganz schnell ein Auto. How's the crew settling in? Man, we gotta get a new place. That studio shit ain't working at all. Spent too much time in posh hotels. I can't help it that the rest of the world treats the Saints right. Doesn't mean we should get soft. I hear you. Listen, how about you and me roll around the city and see what Steelport has to offer? You've convinced me. Maybe at the park. I'll pick you up. Na gut, dann holen wir uns mal den Westbury, war das, glaube ich, ne? Ja, ich bin so gut. Oh. Na gut, ja, Saints Row the Third ist gerade noch so, dass Saints Row 4 bald rauskommt. Ich habe mir einen Timer gestellt, also keinen Timer, sondern einen Countdown runtergeladen. Aber auf jeden Fall sind das, glaube ich, noch 2 Monate, 2 Wochen und so ein bisschen was. Auf jeden Fall habe ich die Collector's Edition eben gerade gekauft vom vierten Teil und dann ist mir aufgefallen, ist es gar nicht mehr so lange. Und wenn ich jetzt Metro noch nebenbei habe, muss ich bald mal Saints Row the Third raushauen. Und wenn ich dann die erste Folge oben habe, muss ich dann richtig hintereinander alles rausschmeißen. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen Akkord aufnehmen. Akkord, ist das überhaupt richtig? Naja, auf jeden Fall werde ich richtig viel aufnehmen müssen, damit wir das auch schnell durchkriegen. Also ich werde mir jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit nehmen, wie ich eigentlich wollen würde. Aber ist halt so, ne? Ich werde hin und wieder, ich werde schon noch relativ viel vom Spiel zeigen, denke ich mal. Bloß halt werde ich mich nicht lange mit einer Sache aufhalten, wenn ich es hinkriege. Aber jetzt holen wir erstmal Pierce im Park ab. Und ich bin ja immer noch, ich bin so ein Saints Row Fan, ich liebe dieses Spiel. Ich habe schon, das ist jetzt das fünfte Mal, wo ich es durchspiele und ich finde es immer noch Hammer. Das ist auch so das Spiel, was mir ewig lang im Gedächtnis bleiben wird. Genauso wie Far Cry 3. Aber jetzt holen wir hier, Pierce. Wo bist du? Oh. Ich dachte, wir sollten ihn abholen. Naja, nehmen wir den. Oh ja. Jetzt steig ein, Pierce. Dankeschön. Ihr seht echt schon, so ganz kleine Bugs hat das Spiel hin und wieder mal. Aber ich würde sagen, das passt einfach so zu dem Spiel. Das ist so. Habt ihr das gerade gesehen, wie der an der Tür dran hing? Und auch, dass man immer die, wenn man hier so einen Laternenmast überfährt, war es auf PS3 immer so, dass der teilweise im Auto drin steckte und das war irgendwie, für mich gehört das zum Spiel dazu. Okay, wer nicht weiß, wer Aisha ist die Frau von Ged, die im zweiten Teil von den Ronin getötet wurde. Und das hat Ged relativ mitgenommen. Kann man ja verstehen, wenn die Frau stirbt. Und dann haben wir dort. Ich weiß nicht, ihr müsst den zweiten vielleicht auch mal angucken. Ich hatte leider die geschnittene Version auf PS2. PS2 sag ich schon. Auf PS3. Saints Row 2 für PS3 in der geschnittenen Version. Also in der deutschen Version. Die ist grässlich, diese Version. Aber jetzt tunen wir erstmal unser Auto. Das kann ich euch auch zeigen. Das ist echt eine ganz coole Sache. Zum Beispiel können wir hier. Am geilsten ist eigentlich Karosseriemodus. Er hat hier so verschiedene Sachen, die man machen kann. Ich könnte mal hier zum Beispiel sowas dran packen. Ich habe ja gerade ein bisschen Geld. Frontstoßstange. Yay. Motorhaube. Das soll ja ein geiler Wagen sein, ne? Ja, ich finde die anderen sind, ja, ich weiß nicht, besser, aber okay. Heckstoßstange, wie sieht's hier aus? Ja, der hier auf jeden Fall. So, und schon hat man so einen Wagen so ein bisschen aufgetunt. Also ist an sich, finde ich, eine echt coole Sache. Ne? Und dann kann man halt auch noch Lackierung, Karosseriefarben, mache ich meistens schwarz, aber mehr in so einem, hier so. Dann mache ich die Windschutzscheiben, mache ich meistens in Saints-Farben. Also so. Und die Innenausstattung dann weiß. Ich finde, das sieht immer ganz cool aus. Und vor allem, das bringt richtig, ziemlich viel Respekt, wenn man so ein Auto auftunt. Das sieht ein bisschen grünlich aus, das Schwarz, ne? Jedenfalls bei mir gerade. Naja. Oh.
Ach, jetzt kommt das Lied. Ich hoffe, da gibt's keine GEMA-Sachen. Aber ich will Pierce und unsere Hauptperson nicht unterbrechen. I can play the guitar like a motherfucking riot. Yeah, at least I can play the bloody guitar, right? You can't play a lick, mate. Come on, man. Get into it. Come on. Well, life is too short to love the one you got. You might get run over or you might get shot. Bang, never start a standing, I just got it off my chest. Never had to battle with no bulletproof vest. Hey, take a small example, take a different lead. Take all your money, give it all to charity. Love is, it's within my reach. And the sublime style is straight from Long Beach. It all comes back to you, finally get deserved. Try and test it, found it, it's it. Well, I know it, love's what I got. Don't say I'm right. So, das war Love's What I Got mit ihm hier und Pierce. Übrigens für ihn, da bräuchten wir an sich eigentlich auch noch einen coolen Namen. Ich weiß leider, wir nennen wir ihn doch Benho the... Nee, Ben the Ho LP. Ich weiß nicht. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wir brauchen noch einen coolen Gangsternamen für den vierten. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde es zwar in dem Let's Play hier nicht mehr drin haben, weil ich das ja sowieso dann wahrscheinlich alles schon vorher aufgenommen habe. Und Oberkörper, was haben wir denn hier? Kapuze, ein Anzughemd. Sowas finde ich an sich auch ganz cool hier. Je nach würde ich sagen, dass wir mehr so... Wir sind mehr so in der Sommerzeit, oder? Dann kann man doch mal... Was kann man denn hier mal so machen? Ich werde übrigens auch, wenn ich Klamotten kaufe, die stets immer in Saints-Farben halten. Dass die alle sehr... Also, dass die alle so einigermaßen den lila Ton drin haben. Lila und schwarz. Finde ich, also das passt einfach thematisch mehr zu Saints Row. Das Hills-T-Shirt ist ganz cool, eigentlich. Ja, geht eigentlich. So ein T-Shirt geht natürlich auch immer. Aber sonst noch irgendwas Interessantes. Ein Sweater. Das ist nicht ganz so geil. Wobei ich sagen würde, wenn man das hier nochmal ein bisschen dunkler macht. So vielleicht. Und dann die Knöpfe schwarz. Ich meine schwarz. Oder vielleicht auch andersrum eher. Ja, zum Thema, ich will jetzt nicht mehr so viel Zeit mit sowas verbringen. Ja, ich finde so ist okay. Es ist leichter Saints-Stil und die Hose würde ich auch, ich kenne da so eine Hose, die ich sonst immer genommen habe. Ich hoffe mal, die sieht jetzt zu der Dingens nicht so scheiße aus. Zu dem Hemd. Unterkörper. Und die Crooks and Castles müssen wir auch kaufen. Wo sind sie denn? Meine guten Lieblingsschuhe. Da waren sie nicht. Crooks and Castle Sneakers. Die finde ich ganz cool. Die mache ich meistens auch noch Saints Farben. Ne, die Sohle mache ich schwarz. So. Und dann machen wir die mal. So vielleicht und dann das hier auch schwarz und das vielleicht doch lieber weiß. Nee, ich weiß nicht, ich nehme mal die Standard Crooks and Castles, genau die hier, und die kaufen wir jetzt einfach. Und Unterkörper Hose. Ich weiß gar nicht, wann ich jetzt angefangen habe aufzunehmen, scheiße. Sagen wir mal noch ein paar Minuten, wenigstens die Mission noch fertig. Die dunkle, enge Hose sieht natürlich jetzt scheiße zu dem Hemd aus, ne? Nein, Abbruch. Naja, dann verbringen wir jetzt hier doch noch ein bisschen mehr Zeit mit. Na, die dunkle, enge Hose sah sonst bei anderen Sachen immer ziemlich geil aus. Ah, geil sah die aus. Nein, was haben wir denn hier noch? Was vielleicht auch ganz... So Baggy Pants sind ein bisschen zu... Ich weiß nicht, ich glaube...
nicht so geil. Haben wir denn nicht noch irgendwas, was Saints Baggy Pants? Nein, ich glaube, das ist ein bisschen zu... Ja, unser Typ soll ja mal ein bisschen... Der soll so ein bisschen der... vornehmere von dem Kleidungsstil eher sein. Das Problem ist, dass die Schuhe jetzt auch so die Hose wegdrücken. Oder wir holen die Hose und dann noch ein anderes Oberteil. Ach, die gehen immer dieses Shoppen gehen in Saints Row, habe ich auch oft gemacht. Ich weiß nicht warum. Was ich auch noch ganz gut fand, war diese Weste hier. In der Farbe. So hatte ich meinen Charakter ziemlich oft eigentlich. Das ist auch noch dunkel. Ja, so kaufen wir das. Und so behalten wir ihn auch. Würde ich sagen, ich finde das okay so. Wir können jetzt noch eine Brille können wir noch dazu kaufen. Oh, eine Hipsterbrille auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Ich tendiere meistens zu dieser hier. Der South Peach. Und dann vielleicht noch an den Händen irgendwie sowas. Oh, ich habe gerade neben das Mikro geredet. Die ganze Zeit so, ja, das ist nicht so geil. So ist natürlich wieder besser. Handgelenksbänder, Hände, Fleur de Saints Ringe. Die kaufen wir mal und jetzt vielleicht noch eine Kette oder sowas. Kopf. Nee, warte, wo sind denn Ketten? Oberkörper, ne, genau. Würde ich auch sagen, wir kaufen die hier. Und so geht das doch schon klar, oder? Der sieht doch ein bisschen, der sieht schon aus wie ein Gangsterboss. Und was geht hier drauf? Alter, was? Uhuhu, was ist das? Holy fuck. Okay, ich werde einfach ein bisschen draufhalten. Oh, Pierce, geh mir aus dem Weg. Schön auf den Kopf. Oh, scheiße. Uhuhu. Okay, ich glaube, ich werde mal... Normalerweise bin ich nie dafür, die Add-on-Sachen so richtig aktiv zu nutzen. Also die DLCs für die normale Story. Aber ich meine, hier ist das mal okay, wenn wir mal ein bisschen schneller durchkommen würden. Oh, scheiße. Außerdem, ihr seht ja, dass sie gerade gar nicht mal so effektiv ist. Sagte er und schoss extrem auf ihn ein. Okay, okay, okay. Komm. Scheiße. Kurz nachladen. Und dann drücken wir dem nochmal ein bisschen was rein. Ja. Jawohl. Okay, schnell hin und dann machen wir ihn fertig. Zack, Granate in den Mund und tschüss. Oh, übrigens, was man auch sagen muss, diese Kopfhörer gibt es hier auch. Das sind die A40... Oh, der hängt da sehr schön drin. Die A40-Kopfhörer von Saints Row. Und Saints Flow gab es auch mal irgendwann als Energy Drink, also nicht als richtiger Energy Drink, sondern auf irgendeinem Event. Aber den hätte ich auch gern mal probiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Pierce. Ist Pierce drin? Oh, der kommt da nicht durch. Okay, er kommt durch. Komm her. Jawohl, und jetzt schnell weg. Ja, das ist wohl die Hauptsache. Das Problem halt bei Spielen wie GTA und Saints Row ist das Problem, dass man, wenn man Auto fährt, mehr auf den Verkehr achten muss, als mitzulesen unten. Oh, das meine ich übrigens mit der Stange. Deswegen ist es gut, wenn man ein bisschen Englischkenntnisse hat und so ungefähr versteht, was die da so genau reden. Habe ich auch schon gemerkt inzwischen, dass das vielleicht echt sehr von Vorteil ist. Und ja, kann ich nur empfehlen. Lernt Englisch. Passt in der Schule auf. So, geht zum geheimen Unterschlupf, um den Fahndungslevel loszuwerden wahrscheinlich. Und jo.
Dann haben wir es geschafft. Steelport, ich komme. Fortfahren. Das gab 6000 und haben wir hier noch ein bisschen Respekt gekriegt. Jawohl. Und eine Verbesserung, die machen wir noch schnell. Was haben wir denn hier? Fähigkeiten, beidhändig Pistolen. Holen wir auf jeden Fall sofort, weil das einfach geil ist. So, zack, bam. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, ob das ein kurzer oder langer Part war, aber auf jeden Fall haut rein, Leute. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.